Hallo zusammen, hier ist wieder Attila Antoschida für euch in Dragonfly unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, das wir von einem Rufhändler bekommen können. Und zwar befinde ich mich da schon einmal in der Stadt Loam, hier in der Zone Zarak-Höhlen. Und dort haben wir einen Händler in der Mitte in dem Gebäude stehen. Und das ist er hier, Marl. Und der verkauft uns verschiedene Items, die wir kriegen, wenn wir eine gewisse Ruhmstufe haben. Unter anderem haben wir hier die Zügel-Happenschnüffler und die kosten uns 800 Ressourcen. Dass wir die für 800 Ressourcen kaufen können, bedingt aber eine gewisse Ruhmstufe. Und zwar müssen wir auf Ruhm 18 sein. Da wird er nämlich einmal freigeschalten. Und wie wir da am besten hinkommen, will ich euch gleich mal erklären. Als allererstes würde ich aber sagen, gehen wir nach draußen, lernen das Mount und schauen uns auch an, wie das einmal aussieht. Also, Mount haben wir gelernt. Dann schauen wir mal, wo wir den haben. Happen, Schnüffler, da haben wir den Haihappen auch noch, wenn wir suchen. Und ja, das ist dann so ein Rochen. Von denen haben wir ja schon ein, zwei verschiedene Model. Oder nein, ich habe euch schon insgesamt drei Model gezeigt. Oder besser das gleiche Model, aber verschiedene Farbvarianten, so rum. Die waren alle ein bisschen leuchtend gelb. Das ist jetzt so ein bisschen natürlicher, ne? Hat so ein, ja, was ist denn das? Weiß-bräunlich, würde ich jetzt mal sagen. Sieht ganz nett aus. Ist wahrscheinlich auch wieder ein Flugmount in der normalen alten Welt. Hier kann man ja leider nur mit Drachenreitmounts rumfliegen. Aber ja, ist ein schickes Ding. Machen wir mal noch den Mount Special. Ah, okay, es kreischt so ein bisschen. Nicht schlecht. So, wie kommen wir jetzt am effizientesten und besten auf die Ruhmstufe 18? Naja, das, was ihr immer machen könnt, ne? Hier einmal die Kampagne durchspielen. Bei der Kampagne gibt es mehrfach bei verschiedenen Enden von dem Abschnitt jeweils immer einen Ruftoken von insgesamt 2500 Ruf, was ja dementsprechend eine komplette Rufstufe entspricht. Ihr könnt dieses Ruftoken aufbewahren, bis ihr dementsprechend einen Dunkelmond-Jahrmarkt-Buff holen könnt oder irgendeinen Buff von einem anderen Feiertag dann, und das dann einsetzt, habt ihr halt dann noch ein paar Prozente mehr. Genau. Das Weitere, was ihr machen könnt, es gibt hier einen Haufen Sidequests und mit diesen Sidequests in der Zone gibt es am Ende meistens auch einen Token. Das ist dann zwar keine 2500, aber zumindest 1000 Ruf. Dafür gilt das gleiche, kann man auch sparen, bis man irgendwo sich einen Ruf-Buff holen kann. Genau, das sind so die zwei ersten Sachen, die ihr machen könnt. Dann gibt es hier jeden Tag ein paar World-Quests. Es gibt nämlich jeden Tag immer zwei World-Quests neu dazu und am Mittwoch einen großen Reset, wo ihr dann dementsprechend einen Haufen World-Quests kriegt. Heißt, die solltet ihr am besten auch mitnehmen. Dann könnt ihr hier unten dieses Horn aktivieren, beziehungsweise aktiviert sich von alleine jede Stunde, immer zur vollen halben Stunde. Heißt, jetzt um 1.30 Uhr, 2.30 Uhr, 3.30 Uhr und so weiter. Spawnt ein Event und bei diesem Event könnt ihr dementsprechend hier verschiedene Aufgaben erfüllen. Es ist so, dass es insgesamt 12 verschiedene Aufgaben gibt. Der Timer geht irgendwas zwischen 8 und 10 Minuten am Anfang, wo ihr das Maximum bis zu 9 von den Aufgaben erfüllen könnt. Und die letzten 3 sind dann quasi Off-Timer, die kommen immer am Ende nach der Zeit oder wenn 9 Aufgaben erfüllt worden sind. Wenn ihr alle 12 Aufgaben erfüllt, kriegt ihr am Ende einen epischen Beutel und 1000 Ruf einmal die Woche. Ihr könnt das Event dann aber so oft wie ihr wollt nochmal wiederholen, bekommt dann aber lediglich immer nur 50 Ruf. Zusätzlich haben wir dann noch die Möglichkeit, hier so ein kleines Grabespiel zu spielen, wie ich das nenne. Und zwar ist das bei dem Kollegen hier. Und dort funktioniert es so, dass wir einfach so einen, also eine Einladung brauchen oder irgendwie so einen Plan halt, wo man dann eine Aufladung von ihm hostdecken kann. Eine kriegt man pro Woche immer for free auf einem Level 70er Char. Eine kann aus dem Haus in der Mitte rauskommen, wenn man diesen Weekly-Beutel hat. Es gibt so einen Weekly-Beutel, da muss man bei den Niffen 1500 Ruf farmen. Wenn man diesen Ruf gefarmt hat, kann man das abgeben, kriegt einen Beutel. Aus dem Beutel gibt es erstmal 500 Ruf und auch immer so einen Plan. Also da kriegen wir den zweiten her. Und der letzte von diesen Plänen, wo wir dann auch nochmal graben können, ist von dem Kollegen da hinten mit diesem Trade-Game. Und ja, da ist es dann so, dass wir den hier einfach gegen so einen, den habe ich schon gekauft, sehe ich gerade. Den kann man dann einfach gegen diese Währung kaufen, je nachdem wie weit ihr seid, ne. Wenn ihr noch diese Tauschziegel habt gegen 3 Tauschziegel oder gegen diesen Tauschfelsbrocken, das ist, ne. Je nachdem welche Währung ihr hier aktuell noch am Start habt. Und ja, mit dem Grabe-Game ist es dann so, dass wir am Ende, wenn wir das Erfolg abgeschlossen haben, einen Sack kriegen und in diesem Sack kann ein Ruftoken drin sein, was 250 Ruf bringt. Jetzt ist es so, dass dieses Ruftoken nicht, dass das nicht seelengebunden ist, sondern accountgebunden. Heißt, wenn ihr einen Haufen Level 70er Chars habt, könnt ihr theoretisch mit jedem die Woche dreimal graben und alle Ruftokens auf einen Char schicken und dementsprechend dann euren Ruf erhöhen. Ich habe relativ viele Max-Level-Chars und habe das auch gemacht und konnte mich deswegen jetzt relativ am Anfang von dem Patch schon relativ weit
hochbasteln vom Ruf her. Genau, also das ist so das Einzige, was uncapped ist. Gut, es ist halt da gecapped, wie viel Chars ihr habt und da könnt ihr euren Ruf dann ein bisschen erhöhen. Genau, das sind soweit die Rufquellen, die ihr anzapfen könnt. Zusätzlich gibt es noch so kleine Hörnchen-Worldquests, die habe ich jetzt schon die Woche alle erledigt. Die sind auf der Map, das sind so World-Events, da gibt es dann auch immer 50 Ruf, 25 fürs Abschließen, dann gibt es noch so einen Sack, wo man auch mal 25 kriegt, also 50 für eine solche öffentliche Worldquest, sage ich jetzt mal dazu, gibt es da. Also die sind hier im ganzen Gebiet. Ich kann da das Addon Tomcat Tours empfehlen, das zeigt die auch schön an, welche ihr schon offen, welche ihr noch offen habt, welche ihr schon gemacht habt. Aus Addon-Problemen habe ich aktuell immer fast alles ausgeschalten, aber wenn ich die Dinger farm, dann schalte ich das an, ist das eine ganz praktische Angelegenheit. Gut, das waren alle Tipps, die ich euch geben konnte. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ruffarmen, beziehungsweise dann natürlich auch mit dem schicken Mount. Und dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin, ciao.